Norbert, ich bin's der Olli und heit sind wir mal auf der Rye Side of Life sozusagen, weil heute geht's mal um eine etwas andere Art Whisky, nicht Single Malt Whisky, sondern Rye Whisky, also Whisky aus Roggen. Das erste Mal so richtig mit Rye Whisky bin ich letztes Jahr in Berührung gekommen, als ich im Spreewald die Distillerie besichtigt habe von den Spreewald Distillers. Die habe ich da besucht. Also Stork Club hier habe ich hinten die Flasche stehen. Habe ich ja auch schon mal verkostet letztes Jahr in einem Video. Hat mir sehr gut geschmeckt. Und die haben damals erzählt, sie haben sich aus dem Grund auf Rye Whisky so ein bisschen eingeschossen, weil Roggen traditionell im Spreewald im Prinzip auch angebaut worden ist. Ja, und so bin ich durch Zufall auch dieses Jahr wieder drauf gestoßen. Ich war in der Nordeifel und da war mit Brennereien eigentlich so gar nichts los, also zumindest nicht im näheren Umkreis, wo ich war. Hab aber in einem Shop für so lokale und so halbwegs lokale Spezialitäten hier dieses Fläschchen gefunden. Das ist auch ein Rye Whisky, allerdings ein Peated Rye. Und das fand ich interessant, den habe ich mir dann auch gekauft. Das ist 02 Eifel Whisky, hat mich gekostet 18,50 €. Das Interessante, ich habe dann etwas recherchiert, der wird gar nicht in der Eifel destilliert. Die Brennerei ist nämlich in der Nähe von Münster, das ist die Kornbrennerei Sasse. Und zwar stellen die im Auftrag von Eifel Whisky, der Geschäftssitz von denen ist glaube ich in Koblenz, verschiedene Whiskys her, also anscheinend nach deren Rezept. Unter anderem auch Rye Whisky. Und der hat dann auch so, was die Bilder und so angeht, die da drauf sind, auch einen schönen Bezug zum Eifel. Obwohl, wie gesagt, hergestellt im Münsterland und Eifel Whisky selber kommt aus Koblenz, was jetzt meines Wissens auch nicht mehr Eifel ist, aber trotzdem spannend. Deswegen, ich bin froh, dass ich mir den geholt habe und ich bin dann auf dem Heimweg bei einer Brennerei vorbeigekommen, die war auch noch gerade so am Eifel, aber schon ziemlich an der Mosel, und zwar in Keil bei der Brennerei hier Valendar. Die machen den Malt of Keil, das ist eigentlich ein Single Malt Whisky, aber die haben auch einen Rye im Programm. Da wird allerdings nicht sehr viel darüber auf der Homepage und so weiter geschrieben, weil die irgendwie immer die Beschreibung von dem Single Malt Whisky da stehen haben, egal ob das jetzt Rye ist oder Single Malt. Also das kann so nicht stimmen, aber ja, zumindest ich habe den da probiert und fand den eigentlich ziemlich lecker, deswegen habe ich mir da auch eine Flasche mitgenommen. Das ist... Ist es 05 oder ist es 07? Mal gucken. Es ist 05 und hat gekostet 49,50 €. Ja, ist schon ein ordentlicher Preis, aber das ist man ja leider, muss man sagen, von deutschem Whisky gewohnt. Und dann habe ich hier noch einen dritten Kandidaten gefunden. Den habe ich im Angebot gefunden, so für etwas über 20 €, 07, und zwar ein Rye Whisky aus dem Hause Hardenburg, den Hardenburg Club Straight Rye Whisky. Hardenburg mag vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen klingeln, das ist die Distillerie, die ist in Niedersachsen, etwas nördlich von Göttingen. Und die machen auch einen Single Malt, und zwar der heißt Beverbach. Der ist relativ bekannt, glaube ich.
Stimmt natürlich, historisch gesehen kommt der Rye Whisky eher aus den USA. Da gibt es dann auch relativ strenge Bestimmungen. Es müssen mindestens 51% Roggenanteil da drin sein in den amerikanischen Rye Whiskys. In Kanada ist es dann nochmal etwas anders und das finde ich dann irgendwie auch witzig. Da ist quasi Rye Whisky ein Synonym für Canadian Whisky. Und das ist so historisch irgendwie halt bedingt. Das muss noch nicht mal Roggen in einem kanadischen Rye Whisky drinnen sein, dass er Rye Whisky heißen darf. Er muss nur einem bestimmten Geschmacksprofil entsprechen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber heute soll es ja um deutschen Rye Whisky gehen. Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob es da so strenge Bestimmungen gibt. Hab zumindest nichts darüber gefunden. Aber wenn die Brennereien ziemlich gute Angaben haben, dann ist auch klar, was drin ist und was dann hinterher mit diesem Whisky passiert ist. Wo die Informationslage jetzt nicht allzu gut ist, ist leider hier bei dem Mord auf Keil von der Brennerei Valendar. Wie gesagt, die haben irgendwie nur eine Beschreibung, egal ob Rye oder Single Malt. Da steht einfach nur, dass der Whisky 50% Lagerung hat in frischen Fässern und 50% in gebrauchten Fässern, und zwar europäische Limousin-Eiche. Und der ist 4 Jahre alt und er hat 43,4%. Das ist der Rye Whisky von der Brennerei Valendar aus Kyle. Hier bei dem Rye Whisky von Hardenberg steht schon etwas mehr. Und zwar ist der aus 95% Roggen und 5% gemälztem Weizen hergestellt. Das ist auch etwas untypisch, dass man da auch einen Anteil Weizen mit reinbringt. Sie schweigen sich allerdings über das genaue Alter aus. Der Ausbau ist in amerikanischer Weißeiche und gefinisht in Cooper's Choice und in europäischen Eichenfässern. Ich glaube, Napoleon-Eiche. Cooper's Choice ist so eine Hybrid-Fassart, wo man quasi so halb amerikanische Eiche und halb europäische hat. Also sind diese zwei hier quasi in reinen Virgin Oak-Fässern gereift, wobei hier unterschiedliches Holz Verwendung fand. Und hier bei diesem Peated Rye, da haben wir ein interessantes Konzept. Und zwar 80% Roggenwhisky und 20% aus getorftem Gerstenmalz. Der ist in Rotweinfässern gereift und hat einen Finish bekommen in einem Malaga-Fass. Also ziemlich interessante Geschichte. Aber jetzt wollen wir uns die doch mal etwas genauer anschauen. Ich bin schon ziemlich gespannt, die mal zu vergleichen. Zunächst mal hier den Malt of Kyle. Habe ich hier erst wieder so eine Klebstoffnote, die mir entgegen wabert. Habe den jetzt auch schon etwas länger hier stehen. Danach kommt aber gleich so Frucht, richtig so helle Frucht und ein bisschen Honig. Ich habe ein bisschen Honig, eher so von der kräftigen Sorte, so Tannenhonig vielleicht. Ja, und ich habe halt so dieses kräftige Roggenbrotaroma, aber
Der ist zumindest aromatechnisch erstmal ziemlich auf der süßen Seite. Hat auch sehr schöne Legs, muss man sagen. Der ist schön ölig im Glas. Und die Farbe, ja, das ist so ein helles Braun, würde ich sagen, so. Und jetzt, ui, immer noch süß-fruchtig. Aber mittlerweile habe ich ein sehr deutliches Aroma von Kirschen. Also das ist ja spannend. So dieses Kirschenaroma hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Nicht schlecht. Also, da bin ich schon mal sehr gespannt, wie der jetzt dann auf dem Gaumen ist. Aber kommen wir jetzt mal als nächstes zu dem Hardenberg Club Rye Whiskey. Wie gesagt, was habe ich gesagt? 95% Roggen und 5% gemälzter Weizen. Und er hat 42,5% und er hier hatte, habe ich glaube ich schon gesagt, aber er hier hat 43,4, also einen leichten Ticken mehr Alkohol. Ja, also hier, ja, der riecht ja schon ein wenig anders. Diese Klebstoffnote habe ich nicht, aber das kann auch sein, dass sich meine Nase jetzt dran gewöhnt hat und ich die jetzt halt gar nicht mehr rieche. Der ist auf jeden Fall kräftiger als er. Ja. Er riecht, er ist auf jeden Fall kräftiger. Er riecht etwas mehr nach Roggen. Ja, so ein Roggenvollkornbrot mit Honig drauf. Ja, dann habe ich ihn. Es bitzelt auch ein bisschen in der Nase, also den Alkohol spüre ich auch ein klein wenig, aber jetzt nicht wirklich stechend oder so, gar nicht. Also alle zwei sehr, sehr süß. Er ist ein bisschen kräftiger hier im Aroma als er. Er ist dafür ein bisschen fruchtiger. Ja, dann komme ich mal jetzt zu dem dritten. Der tanzt ja hier, wie gesagt, etwas aus der Reihe. Der Schneifel Rye and Peat Roggen und Torf Malaga Fass. Wie gesagt, 80% Roggen, 20% getorftes Gerstenmalz, gereift im Rotweinfass und gefinisht im Malaga Fass. Insgesamt, glaube 4 Jahre alt. Wie lange es das Finish ist, schreiben sie, glaube ich, gar nicht. Ja, das ist schon was völlig anderes hier. Also er riecht rauchig auf jeden Fall. Jetzt natürlich nicht zu sehr, aber schon sehr gut spürbar. Und dahinter ist so ein kräftiges, bisschen röstiges, süßliches Malz. So ein wenig wie, ja, wie so ein kräftiges, dunkles, malziges Bier. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite könnte man auch das Aroma anders interpretieren, indem man sagt, da hat jemand ein Lagerfeuer ausgelöscht mit Rotwein und Kaffee.
Irgendwie trifft es beides. Also spannend, spannend, spannend. Ja, kurzes Fazit vom Riechen. Ich würde sagen, so der geradlinigste, zumindest wie gesagt vom Aroma, ist er. Er hat so dieses kräftige Roggen mit Honig. Er hier fällt eh aus der Reihe. Ja, er ist allein durch den Anteil an getorften Gersten, Malz ist der schon mal was völlig anderes. Und er hier, ja, der ist so für einen Rye Whisky relativ filigran, weil der ist ziemlich fruchtig. Und so dieser kräftige Roggenanteil im Aroma ist jetzt nicht allzu stark ausgeprägt. Da überwiegt etwas das süßlich-fruchtige. Und was mich, wie gesagt, überrascht hat, ist so diese Kirschnote. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich lasse mich überraschen. Jetzt probieren wir die mal, wie sie schmecken. Also zunächst mal hier den von der Brennerei Wallander. 43,4%. Spannend. Er hat einen relativ kräftigen Antritt. Jetzt nicht extrem scharf, aber schon ziemlich pfeffrig. Ist aber ansonsten wirklich sehr süß. Und ich habe auch im Mund so eine Assoziation von Kirschmarmelade mit ziemlich hohem Fruchtanteil auf einem Roggenbrot. Und der Abgang. Also das ist schon spannend. Wie gesagt, so am Anfang habe ich diese Kirschmarmelade mit so einem leicht rockigen Geschmack. Aber das ist kein Vollkorn-Roggenbrot, das ist ein Roggenmischbrot höchstens. Und dann habe ich dazwischen so eine Süße, die ich nur nicht so richtig definieren kann. Und danach kommt dann so ein alter, fast gelagerter Pflaumenschnaps irgendwie. Ja. In der Mitte habe ich so eine etwas angeflammte Karamellnote. Und danach wird es wieder fruchtig, wie gesagt, so diese alte Pflaume. Und am Schluss bleibt so eine leichte Bitterkeit. Und was ist es? Irgendwas Florales ist dann noch. Ich habe noch Muskat, was ich rausschmecke. So diese etwas bittere Würzigkeit, da ist ein bisschen eine Muskatnote drin.
Es bleibt so am Schluss ein bisschen über, auf dem Gaumen. Also der ist schon sehr, sehr spannend hier. Also der hat recht viele Aromen. Ich glaube, da könnte man sich auch noch etwas länger damit beschäftigen. Und da würde man vielleicht auch noch ein paar andere Sachen herausschmecken und vielleicht auch herausriechen. Jetzt habe ich im Geruch eine sehr, sehr starke Honignote auf einmal. Auch interessant. Also ich bin froh, dass ich mir die Flasche mitgenommen habe, weil ich habe noch überlegt. Ich habe nämlich dort probiert und fand ihn ziemlich zurückhaltend. Aber ich glaube, er braucht auch schon so ein bisschen seine Zeit, ne? Also ich habe den jetzt so 20 Minuten ungefähr atmen lassen, bevor ich ihn verkostet habe. Und ich glaube, die Zeit brauche er auch. Wenn man den zu schnell trinkt, kriegt man, glaube ich, zwei Drittel der Aromen gar nicht mit. Also, Herr Hubertus Valendar, ich glaube, so heißt der Besitzer, alles richtig gemacht hier. Ein schönes Stöffchen, gefällt mir sehr gut. Ja, dann kommen wir zu Nummer 2, dem Hardenberg Club Straight Rye Whisky. Der ist, was den Fassausbau angeht, etwas vielschichtiger als er. Wie gesagt, amerikanische Weißeiche, danach ein Finish in Cooper's Choice Fässern und Fässern aus europäischer Napoleon-Eiche. Und Cooper's Choice ist halt so halb amerikanische Eiche, halb europäische, ein Hybridfass. Und da gucken wir mal, ob er auch so spannend ist wie der aus der Eifel. Ja. Auch süß, aber was völlig anderes als er. Ich habe ja den kräftigen Roggengeschmack. Ich habe so eine Honigsüße. Und ich habe ganz leicht Alkohol, aber das ist noch nicht mal Pfeffer. Also, wie gesagt, der hat nur 42,5%. Ein Ticken weniger als er. Er war schärfer hier, ein klein wenig. Er schmeckt gut, aber da geht nicht so viel im Mund oder in der Nase vor. Das ist alles relativ geradlinig. Also diese kräftige Note vom Roggen und ich habe die Süße, so ein bisschen Honig, würde ich sagen, und habe eine leichte, ganz leichte Bitterkeit und sonst habe ich nichts. Das war es eigentlich. Und ich meine, er ist halt ziemlich geradlinig, damit könnte ich mich jetzt nicht den ganzen Abend beschäftigen. Für bestimmte Cocktails ist er bestimmt ziemlich gut zu gebrauchen, aber auch pur ist er durchaus gut. Hat halt so diesen Geschmack von Brot, Roggenbrot mit Honig, vielleicht ein bisschen Vanille, vielleicht auch, ja, auch ein bisschen Rauch vielleicht. Aber ich meine, das sind hier halt auch zwei sehr, sehr unterschiedliche Whiskys. Er kostet im Prinzip, wenn man das umrechnet, ein Drittel von ihm.
Und dafür ist er dann schon wieder richtig gut. Hier, ne? Hardenberg Club Straight Rye Whiskey. Dann kommen wir zu ihm hier, zum Ryan Peat Schneifel aus dem Malaga-Fass, zumindest was das Finish angeht. Laut meiner Recherche, wie gesagt, ausgebaut in einem Rotweinfass. Und wie viel Prozent hat er? Habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. 46%, also er ist der alkoholhaltigste von den dreien am heutigen Abend. Ist ein wenig, wie ich befürchtet habe. Der Rauch ist schon ziemlich dominant. Ich habe das Gefühl, da wollen Früchte raus. Die können aber nicht, weil der Rauch sie erschlägt. Aber in diesem Käfig aus Rauch kommt sowas röstiges, kaffeeartiges zum Vorschein und eine relativ starke Süße. Das kommt auf jeden Fall das kommt auf jeden Fall raus. Das kann schon ziemlich gut gegen den Rauch anstinken, muss man sagen. Das passt. Und ich habe so ein dunkel-malziges Aroma. Also ich würde sagen, das ist eine Malzsüße, eine kräftige Malzsüße, Rauch und Kaffee. Das habe ich hier auf jeden Fall. Und ich habe so diese Anklänge von unterdrückten Früchten, die ich aber überhaupt nicht zuordnen kann, weil der Rauch einfach zuschlägt und da haben die gar keine Chance mehr. Das würde mich ehrlich gesagt, es macht mich ehrlich gesagt ein bisschen neugierig auf den normalen Rye Whisky von Eifel Whisky. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der ziemlich lecker ist. Auf der anderen Seite finde ich diese süße, röstige, malzige Kaffeenote in Verbindung mit dem Rauch wieder extrem spannend. Also, das ist ein Geschmack, den finde ich gut. Den finde ich richtig lecker. Und den möchte ich wieder haben. Also, was soll ich sagen? Ich kann hier keinen eindeutigen Sieger ermitteln. Das sind drei sehr, sehr unterschiedliche Kandidaten. Es sind natürlich alles drei Rye Whiskys und das schmeckt man auch. Also die haben so diese kräftige Roggennote, alle drei im Geschmack und auch im Geruch. Aber was sie daraus machen, ist total unterschiedlich. Er hier ist der filigranere. Man kann unheimlich viel entdecken. Man kann sich lang damit beschäftigen. Hat natürlich seinen Preis, aber auch sehr empfehlenswert. Und er hier fällt halt total aus dem Rahmen, ne? Klar, er ist rauchig. Und wer sehr aufs malzig-röstige, kaffeeartige Aromen steht mit Rauch, der ist hier sehr gut bedient. Ich finde halt schade, dass er ein bisschen so sein Potenzial liegen lässt, weil die Fassreifungen würden garantiert einiges mehr an Aromen hergeben, als es der Rauch zulässt. Aber ich finde ihn mega lecker. Aus dem Grund ist das im Prinzip Meckern auf hohem Niveau. Ich meine, er hat halt das Pech, dass er ziemlich geradlinig ist und die anderen zwei so ein bisschen interessanter.
eher durch die unterschiedlichen Aromen und eher durch den Rauch. Da stinkt er natürlich ein bisschen ab. Das muss man schon sagen. Dafür ist er preislich sehr interessant. Ja, Rye Whiskys aus Deutschland. Irgendwie eine total andere Welt. Auch total spannend. Schmeckt mir sehr gut, prinzipiell. Wie geht's euch? Hattet ihr schon Rye Whisky aus Deutschland? Habt ihr eine Empfehlung für mich? Oder hattet ihr schon mal einen von den dreien hier im Glas? Wie hat er euch geschmeckt? Schreibt mir es in die Kommentare. Und falls euch das Video jetzt heute gefallen hat, freue ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben. Und lasst mir ein Abo da. Ne? Dann verpasst ihr kein Video. Ja, Rye Whisky. Spannend, spannend, spannend hier. Ah, Honig. Roggen, Brot und boah, Kaffee und Rauch. So total unterschiedlich können Rye Whiskys aus Deutschland sein. War heute mal wieder ein extrem spannender Abend, finde ich. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt mir gewogen. Euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, euer Olli.